Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute packen wir mal die niegelnagelneue Xbox One S in der 2TB Version aus. Viel Spaß! Ja, seit guten 3 Jahren ist jetzt schon die aktuelle Konsolengeneration auf dem Markt. Das heißt, die PlayStation 4 und die Xbox One begleiten uns schon ein ganzes Weilchen. Allerdings gab es von beiden Konsolen bisher noch kein Facelift, aber Microsoft hat sich jetzt dazu bewegen lassen, für die Xbox One endlich eins rauszubringen. Und ich würde sagen, wenn eine der beiden Konsolen das wirklich nötig hatte, dann war es die Xbox. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sie es jetzt gemacht haben, weil diese Konsole jetzt endlich in einem schönen, schicken und schlanken Design daherkommt. Ich habe das Ding jetzt auch schon vor mir liegen, wie gesagt in der 2TB Version. Es gibt eine Version mit 500 GB, eine mit 1TB und eine mit 2TB. Aktuell ist nur die 2TB released worden, das heißt auf die andere Version muss man noch ein bisschen warten, aber das heißt auch, dass man aktuell noch ein bisschen mehr für ausgeben muss, denn die Xbox One S mit 2TB kostet 399 Euro, mit 1TB muss man 349 Euro zahlen und für 299 Euro wird man dann die 500 GB Variante bekommen. Das erste, was einem auffällt, wenn man den neuen Karton vor sich liegen hat, ist, dass der ganz genau wie die Konsole auch um einiges kleiner geworden ist im Vergleich zum Vorgänger. Wenn ich auch mal hier die alte Xbox One raushole, dann sieht man auch, dass die ganze Konsole eigentlich fast so groß ist wie der neue Karton. Das heißt, da hat sich einiges getan. Ansonsten ist es ein ganz normaler Pappkarton mit dem Bild von der schicken Konsole. Ansonsten gibt es da nicht sonderlich viel zu sehen. Und ich würde sagen, ich hole jetzt auch schon direkt mein riesiges Unboxing-Messer raus, um hier diesen Karton aufzuschneiden, damit wir uns mal anschauen können, was sich da so drin befindet. Und wir werden hier direkt von einem grünen Papier begrüßt, auf dem Xbox One steht. Super, und auf dem erklärt wird, wie man die Konsole einschaltet, weil ich das auch selber nicht gewusst habe. Und ansonsten finden wir hier erstmal eine kleine Packung mit wahrscheinlich ein paar Kabeln. Wir haben hier das Stromkabel, was mich ganz besonders glücklich macht, aus Gründen, die ich gleich erkläre. Und hier noch ein HDMI-Kabel und den neuen Controller. So, ich lege das mal alles hier beiseite. Holen hier raus und schmeißen erstmal den Akku runter. Beziehungsweise die zwei Batterien nach sie an. Es sind immer noch Batterien. Microsoft, Microsoft, Microsoft. Naja, da machen wir erstmal die Batterien rein. Hier haben wir jetzt also das gute Stück. Das, was einem als allererstes auffällt, ist natürlich, dass sich die Farbe geändert hat. Passend zur Konsole ist der neue Controller nämlich jetzt auch weiß, während der letzte schwarz war. Ansonsten gibt es hier so ein paar kleine Unterschiede davon, wie sich der Controller anfasst. Das ist aber alles nur halb so wild. Der größte Unterschied ist, dass dieser neue Controller jetzt mit Bluetooth funktioniert, was erstens bedeutet, dass die Reichweite zur Konsole verbessert wurde. Das heißt, man kann jetzt weiter weg von der Konsole sitzen, ohne dass die Verbindung abbricht. Und es bedeutet auch, dass es leichter ist, den Controller mit zum Beispiel einem Windows-PC zu verbinden, um da kabellos Spiele zu spielen, was ja beim letzten Controller nicht ganz so leicht war, weil man halt eben kein Bluetooth hatte. Aber ich lege das Ding jetzt einfach mal beiseite, damit wir uns dem wahren Star der Show widmen können, nämlich der neuen Konsole, die hier sehr abenteuerlich eingepackt ist. Oh, ich mache mal den großen Karton auch zur Seite und ja, man sieht schon direkt, dass das Ding sehr, sehr klein ist. Aber bevor ich mich dem Teil tatsächlich widme, schauen wir mal noch, was hier so alles drin ist. Wir haben einmal einen Standfuß für die Konsole, der hier schon mit dabei ist. Ist ja bei der PlayStation 4 leider anders. Hier ist aber mit dabei, damit man das Ding aufrecht hinstellen kann. Und wir haben noch ein bisschen Papierkram. Gut, ich lege das jetzt mal auch beiseite, damit wir jetzt tatsächlich wirklich die Konsole auspacken können. Und mir fällt als erstes auf, dass sie schon auch noch mal eine ganze Ecke leichter ist als die andere. Und das ist sehr schön. Und ich ziehe jetzt auch mal hier direkt raus und ist das nicht wundervoll? Ein schönes neues Design. Und ich muss ganz ehrlich sagen, endlich sind wir an dem Punkt angekommen, wo ich auch die Xbox One wirklich schön finde. Und naja, sie sieht jetzt halt einfach nicht mehr so aus wie ein alter Kassetten-VHS-Recorder, sondern echt wie eine moderne, schöne, neue Konsole. Und das ist doch schon mal was Gutes. Ich ziehe hier mal noch den Zettel ab, was auch immer der gemacht hat. Und ja,
Das erste, was einem designtechnisch auffällt, wenn man hier diese Konsole in der Hand hat, ist natürlich, dass sie sowohl das alte Design von der Xbox behalten hat, aber trotzdem irgendwie einen neuen Twist mit sich bringt. Sie hat jetzt hier überall diese Löcher im Design drin, damit man hier den Lüfter drin verstecken kann. Dann auch vorne hier die Löcher und an der Seite und überall, wo halt diese ganzen Lüfter sind. Aber ansonsten bringt sie halt so ein relativ modernes schwarz-weiß Stormtrooper-Design mit sich, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Man sieht jetzt halt auch einfach, dass es alles recht matt ist und nicht mehr Hochglanz und es sieht halt einfach deutlich cleaner aus. Wenn ich hier mal die alte Konsole daneben halte oder die neue darunter erdrücke, dann sieht man direkt, wie groß der Größenunterschied tatsächlich ist. Also es ist ja echt eigentlich nicht mehr witzig. Das alte ist so ein riesiger Klotz. Wenn ich das mal hier hochhalte, ist so ein richtiges Ding und die neue ist halt so schön smooth und klein. Im direkten Vergleich ist der Gewichtsunterschied dann doch nicht mehr so groß, aber ist ja eh egal, wenn die unterm Fernseher steht. Aber vor allem sieht sie halt einfach wirklich deutlich schöner aus, das kann man anders nicht sagen, weil die alte halt wirklich hier, man sieht es dadurch, dass sie schon ein bisschen benutzt wurde, hat sie auch überall Kratzer und Fingerabdrücke auf dem Hochglanz und die neue ist halt so richtig schön smooth und matt und sieht daneben aus wie ein richtig schönes, sexy Apple-Produkt oder so. Und das ist schon sehr, sehr nice. Wer von euch jetzt denkt, oh, der Größenunterschied ist schon gar nicht mal so schlecht, der kann sich jetzt festhalten, denn es wird noch besser. Ich habe ja gesagt, dass ich mich über dieses neue Stromkabel hier sehr, sehr freue. Und das hat einen Grund, denn bei der alten Xbox One, wenn ich mich hier mal runterbeuge, hat man immer noch dieses Ding hier gebraucht. Das ist ein richtig fetter Powerbrick, den man halt einfach anschließen musste an die Steckdose, um die alte fette Xbox befeuern zu können. Und bei der neuen Xbox braucht man das halt nicht mehr, sondern nur noch so ein kleines Kabel, weil das Netzteil schon in der Konsole integriert ist. Und wenn man das mal bedenkt und dann hier diese zwei Konsolen nebeneinander stellt und daneben noch das Netzteil legt, dann denkt man sich einfach nur noch, wie krass ist denn bitte dieser Unterschied, weil die alte wirklich dadurch richtig altmodisch wirkt und irgendwie wie veraltete Technik und die neue ist halt komplett smooth und schön abgeschlossen und schön aufgeräumt und es ist nice. Was wir mal auch noch ganz kurz ausprobieren können, ist die Konsole auf diesen Stand hier zu stellen, wenn wir den schon mal hier mit dabei haben. Ich glaube, der kommt hier ganz einfach in die Seite rein, dann wird die hier so reingeslidet und dann steht die Konsole aufrecht, was auch sehr schön anzusehen ist. Kann man anders nicht sagen. Mit der alten Konsole ging es ja nicht, also man konnte die nicht einfach so auf die Seite stellen und fertig, weil man dann die ganzen Lüfter verdeckt hat, aber bei der neuen Konsole ist das jetzt möglich und ich finde es auch ziemlich schön. Aber ist denn das Design das Einzige, was sich bei der neuen Xbox One S geändert hat? Nein, das ist es nicht, denn die Konsole bringt auch ein paar technische Erneuerungen mit sich. Technische Erneuerung Nummer 1, sie hat minimal mehr Prozessor-Power. Warum hat sie das? Ganz einfach aus dem Grund, weil sie jetzt auch 4K-Output über HDMI supportet. Freut euch aber nicht zu früh, das bedeutet nicht, dass ihr jetzt eure Spiele in 4K spielen könnt. Das passiert erst bei der nächsten Xbox, Project Scorpio, die nächstes Jahr rauskommen wird. Nein, das bedeutet ganz einfach, dass ihr Netflix in 4K streamen könnt oder Amazon Instant Video, sobald es geupdatet wird. Und ihr könnt auch Blu-rays in 4K schauen. Und für viele Leute bietet die neue Xbox One S eine super gute und günstige Alternative zu 4K Blu-ray-Playern, weil die Player, die aktuell so auf dem Markt sind, sind alle relativ teuer. So um die 500 Euro kann man schon bezahlen für so ein Ding. Und diese neue Xbox kostet natürlich weniger als das und hat einen 4K Blu-ray-Player mit integriert, was ziemlich nice ist. Und auch zum 4K Netflix-Stream ist natürlich eine feine Sache, wenn man einen 4K-Fernseher hat. Eine Sache, wofür man auch einen speziellen Fernseher braucht, um es genießen zu können, ist HDR. Denn die Xbox One S unterstützt jetzt auch HDR-Outputs an HDR-Fernsehgeräte, die den HDR10-Standard unterstützen. Die wenigsten von euch werden das haben, die wenigsten werden sich dafür interessieren. Aber falls ihr so einen Fernseher habt, könnt ihr das benutzen. Das ist eben der Grund, warum jetzt halt hier eben der neuere Prozessor drin ist, beziehungsweise warum die Konsole ein bisschen mehr Kraft hat. Microsoft sagt aber, dass das keine Auswirkungen darauf haben wird, wie ihr Xbox One Spiele spielt. Das heißt, wenn ihr dieselben Spiele in die alte Xbox One reintut und in die neue Xbox One reintut, werdet ihr bei der neuen Xbox nicht mehr FPS haben oder eine höhere Auflösung oder so weiter und so weiter und so fort. Ob das wirklich stimmt, weiß man nicht genau. Es hat noch niemand wirklich getestet, aber Microsoft behauptet, dass es da keinen Unterschied geben wird. Eine Sache, von der sich Microsoft aber bei der neuen Xbox noch verabschiedet hat, ist der Port auf der Rückseite, um die Kinect anzuschließen. Wir können uns das ja mal
hier anschauen, ob man das sieht. Ja, man hat hier bei der alten Xbox diesen wunderschönen, fetten Kinect-Anschluss und der ist halt eben bei der neuen Xbox nicht mehr da, was ganz einfach bedeutet, dass auch Microsoft erkannt hat, dass sich eigentlich niemand wirklich für Kinect interessiert. Man kann zwar Kinect noch über einen Adapter nutzen, falls man das möchte, aber falls ihr voll die Kinect-Fans seid, lasst euch sagen, ganz ohne weiteres kann man die Kamera nicht mehr an der neuen Konsole verwenden. Was kann man jetzt also abschließend sagen? Wer sollte sich so eine neue Xbox One S holen und wer sollte bei der alten bleiben oder gar nicht erst eine von den beiden kaufen? Ich würde sagen, wer eine alte Xbox One hat, der kann mit dem Upgrade noch warten, weil ja wie gesagt nächstes Jahr Project Scorpio rauskommen wird und man dann eine richtig neue Xbox bekommt, mit der man dann auch 4K Gaming und so weiter betreiben kann. Und wenn man jetzt nicht gerade zu den Leuten gehört, die von dem alten Design wirklich komplett angepisst waren, so wie ich, dann ist das Design-Upgrade jetzt vielleicht nicht wirklich sein Geld wert. Für die Leute, die allerdings auf der Suche nach einem 4K Blu-ray-Player waren bisher, ist es vielleicht schon ein cooler Kauf, weil man ein bisschen Geld damit sparen kann und quasi noch kostenlos eine Spielekonsole mit drin hat und 2 TB Speicher bei der großen Version, wo man natürlich auch nochmal eine ganze Menge an Filmen und so weiter drauf speichern kann. Das heißt, als Medienabspielgerät ist die neue Xbox natürlich deutlich besser als die alte, aber wenn man nur spielt mit dem Ding, kann man auch locker bei der alten bleiben oder auch neu nur die alte kaufen, weil die jetzt natürlich deutlich günstiger ist als die neue, obwohl die neue natürlich deutlich schöner ist. Nichtsdestotrotz habe ich euch natürlich den Link zu beiden Konsolen unten in die Beschreibung gepackt, damit ihr euch die mal reinziehen könnt. Und ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt mit diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen. Über Feedback unten in den Kommentaren oder via Like-Button freue ich mich natürlich auch vielmehr sehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao. Viel Spaß! Oh, ich hab die Kamera auch nicht angemacht.